Ich bin in einer ganz normalen bürgerlichen Familie aufgewachsen, in einer Kleinstadt. Das war nicht so, dass man jeden Tag irgendwo sich baden konnte. Waschlappen, wo drauf steht A und G. Also auf gut Deutsch gesagt Arsch und Gesicht, ne? Heute? Nein. Hi, servus miteinander, herzlich willkommen zu meinem ersten Piloten Savants Kreativstudio und wir machen hier ein bisschen Talk mit interessanten Leuten und meinen allerersten Studiogast, den ich hier heute bei mir im Kreativstudio begrüßen möchte, ist ein ganz besonderer Gast für mich. Wir kennen uns mittlerweile gut und es ist schon seit inzwischen 86 Jahren. Ich habe heute nämlich meine Mama mitgebracht und meine Mama möchte heute ein bisschen mit uns reden, möchte uns ein bisschen was erzählen, nämlich wertvolles Wissen über die alte Zeit, was man vielleicht in die heutige Zeit auch mit transformieren kann, gerade wenn es um das Thema Energiesparen geht. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was von dir. Ja, wie gesagt, 86 Jahre alt, Oma. Ich bin in einer ganz normalen bürgerlichen Familie aufgewachsen, in einer Kleinstadt. Opa war Eisenbahner und aus dem Grund haben wir in einer Eisenbahnersiedlung gewohnt. Und es waren kleine Häuschen, heute würde man sagen Reihenhäuschen. Aber die waren also nicht mit Erdgeschoss und erstes Geschoss, sondern Hochparterre, Giebel, fertig. Und war natürlich mit 7 Personen doch relativ eng alles. Wie viel Quadratmeter waren das ungefähr? Schätzungsweise, also das war eine Wohnküche, nicht allzu groß, ich denke mal so zwischen 18 und 20 Quadratmeter. Ein Schlafraum für die Eltern, dann ein kleineres Zimmer für die erwachsenen Kinder, als wir damals dort eingezogen sind. 1936, dann über die Treppe oben eine Mansarde, auf der rechten Seite der Speicher, auf der linken Seite nochmal ein kleiner Raum, aber alles schräg, 2 Betten für die 2 erwachsenen Kinder und für mich als Enkelkind. Und in den Keller gab es dann auf der rechten Seite einen Vorratskeller, mit Regalen, wo alle Vorräte eingemachtes und so weiter waren. Und auf der linken Seite der Kohlenkeller. Kohle, Holz. Und dann war schon die Tür zur Waschküche. Und die Waschküche war ein sehr zentraler Raum, denn dort fanden ja die wöchentlichen Bade, ja, das wöchentliche Bad statt. Es war nicht so, dass man jeden Tag irgendwo sich baden konnte. Es gab weder Dusche. Es gab in dem ganzen Haus zwar eine Wasserleitung, aber natürlich mit Kaltwasser. Also nichts Bade, nichts von wegen Wärmepumpe und Warmwasser nix, aus gar der Leitung. Nix. Einfachster Wasserhahn, darunter ein Becken zum Auffangen, in der Küche zum Beispiel. Und das Ganze hieß auch nicht Waschbecken, weil zum Waschen gab es ja ganz andere Dinge. Da war ein Gestell, Metallgestell mit einer Schüssel, eine emaillierte Schüssel und ein Krug, wo man Wasser reingeschüttet hat und sich dann gewaschen hat. Und zwar täglich mit dem Waschlappen. Und da gab es dann natürlich verschiedene Waschlappen. Es gibt auch heute noch, spaßeshalber, Waschlappen, wo drauf steht A und G. A und G? A und G. Also auf gut Deutsch gesagt Arsch und Gesicht, oder? Heute? Nein, damals war das ganz vornehm Antlitz und Gesäß. Antlitz und Gesäß, okay. Also genau andersrum. Gewaschen wurde sich natürlich täglich, ganz klar. Aber eben mit Waschlappen, mit Wasser und Seife und dann das Wasser, und zwar in der Küche. Es war im Elternschlafzimmer, gab es auch eine sogenannte Waschschüssel und einen Krug mit Wasser daneben, weil fließendes Wasser gab es nur in der Küche und in der Waschküche, sonst nirgends. Zum Thema sanitäre Anlagen, wie sah es denn da so aus? Ja, das war natürlich sehr, sehr einfach.
rechts die Küchentür, vom Treppenhaus aus gerade hinein, ein hölzerner Kasten, durchgehend von Wand zu Wand, ein kleines Fenster, ein durchgehendes Brett und da drauf ein stabiler Holzdeckel mit Griff. Natürlich, was war das? Kein WC, sondern ein Plumpsklosett. Ein Donnerbalken. An der Wand hat sich für mich als Kind ganz besonders eingeprägt ein Haken. Da war auf Schnur auf die Fädel Zeitungspapier. Es also gab nichts anderes so damals. 5x800 Blatt oder sowas vierlagig? Nein, nein, überhaupt nicht. Das sind also Dinge, wenn ich mich heute da hineinversetze in die Zeit, ist also das sehe ich direkt noch. Links war an der Wand der Haken auf gefädelt Zeitungspapier. Also quasi analog, sagen wir mal, schon eine hellseherische Gabe. Damals hat man es praktiziert und heute würde man ja sagen, das, was in der Presse steht, ist sowieso alles für einen Arsch. So in etwa, ja, so könnte man es nennen. Ja, aber Hauptaufenthaltsort war natürlich die Küche. Wohnküche, was dort ganz, ganz wichtig und wirklich ein ganz wichtiges Teil war, war der Herd. Der Küchenherd, heute gibt es wieder, natürlich in modernerer Form, aber es war ein Kohleholzherd, was ganz wichtig war, es waren oben in dem Herd Ringe, die konnte man einzeln rausnehmen, je nach Topfgröße. Unten das Feuer drin? Zunächst mal die Feuerung, drunter ein Schubkasten, wo die Asche dann war. Daneben das Backrohr, das war sehr, sehr wichtig, weil zugleich, wenn es sehr kalt war, wurde die Tür vom Backrohr aufgemacht, als Heizung sozusagen. War die einzige Möglichkeit im ganzen Haus zu heizen. Und dann vorne an dem Herd gab es eine Stange, da waren dann, wenn wir im Winter draußen waren, Schlitten fahren, rein die nassen Handschuhe auf die Stange, den Backofen, die Tür auf. Und eins ist mir ganz gut in Erinnerung, wenn wir im Winter reinkamen, wir hatten dann Trainingshosen an, die haben unten hatten den Gummizug und über dem Herd war eine große Stange, wo normalerweise auch Schöpflöffel und sowas hingen. Und dann wurden die Trainingshosen drüber gehängt und dann fing es an, Tropf auf die heiße Herdplatte. Das war so richtig wie ein Feuerwerk. Und wenn man da gesessen ist, dann war das also für uns Kinder auch akustisch, hat man das gehört. Ja. Man wusste, wenn es aufhört, ist die Hose trocken. Ja, richtig, genau. Und ein ganz wichtiges Teil bei dem Herd war die sogenannte Schifferl oder Grantl. Denn das war, die war Wasserbereitung immer und jeden Tag. Weil es gab ja keine andere Möglichkeit zum Kochen. Das heißt, man musste jeden Tag den Herd einschüren in der Früh. Das war das allererste. Auch die einzige Wärmequelle, Zentralheizung gab es ja nicht. Ne? Richtig, die einzige Wärmequelle im ganzen Haus. Und automatisch mit der Herdheizung, Backofen und das Schifferl, das war so ein Rechteck aus Metall. Bis zum Ende des Herdes ging das runter. Ich schätze, da waren mindestens 8 bis 10 Liter Wasser immer drin. Immer wenn der Ofen angeheizt war und zum Kochen, erst musste er eingeheizt werden, jeden Tag. Und dann hat man automatisch nach dem Schöpfer gegriffen, warmes Wasser in der Früh aus dem Wasserhahn, aus dem einfachen Wasserhahn, in die emaillierte Schüssel kaltes Wasser. Einen Schöpfer vielleicht heißes Wasser aus dem Schifferl dazu, das war's. Ansonsten kalt waschen von oben bis unten. Also im Endeffekt das, was wir heute alle in den Pufferspeichern, in den Boilern und so weiter drin haben, war dann damals im Holzofen integriert. Richtig. Und ich denke, vielleicht haben wir eine ganz interessante Geschichte, sollten wir auf schwerere Zeiten zusteuern, dass man einfach sagt, okay, wenn man mit Holz oder was eine Heizung hat, als guten Tipp einfach immer so ein Grantl, so ein Schifferl, warmen Wasser bereit halten. Richtig. Eins war auch noch in dem Herd ganz wichtig, unten über den ganzen Herd, über die ganze Breite, eine große Schublade, da war Holzvorrat drin und es war immer einer in der Familie von den Erwachsenen beauftragt,
dafür zu sorgen, dass Anzündholz da drin waren, also Späne, die wurden mit dem Küchenmesser von einem Holzscheit, wurden die ganz fein, so ganz schmale Spalten, damit man zum Anheizen Zeitungspapier, ein paar so Späne drauf, weil man kann ja nicht direkt einen riesen Holzscheit da rein, brennt ja nicht an. Im Endeffekt wie bei den heutigen, aber mit den schmalen, mit den Holzspänen, mit Harz oder sowas, die Kinnspäne ist im Endeffekt, ersetzt aber eigentlich die mittlerweile gängigen, die man halt so einkauft, die Anzünder. Und Waschen, Hygiene natürlich, hat man sich jeden Tag gewaschen mit verschiedenen Waschlappen und einmal in der Woche war dann Badetag. Aber in der Waschküche, nicht in der Wohnung. Gut, als wir Kinder noch kleiner waren, gab es dann eine etwas größere Zinkbadewanne. Die war dann am Fußboden irgendwas drunter ausgebreitet. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Aber da wurden wir dann als Kinder, ich war ja bei Kriegsausbruch 3 Jahre alt, aber so ab 4, 5 Jahre kann ich mich gut erinnern, da war Waschtag. Badetag, darf man halt sagen, einmal in der Woche in der Waschküche. Und zwar wurde dann in der Waschküche gab es einen gemauerten Waschkessel und der war schätzungsweise 60 bis 80 Liter, auch mit einer Holzfeuerung und an der Seite mit einem Hahn, wo man aufdrehen konnte und konnte dann das Wasser in die lange Zinkbadewanne, die war ungefähr, als Kind hat man es vielleicht etwas größer eingeschätzt, als es war, aber schätzungsweise normale Erwachsenenkörperlänge. Also quasi so wie der berühmte, der Zuber, den man aus den Westernfilmen kennt, oder? Zuber war wieder was anderes, der war aus Holz, der Wäschezuber. Das war wirklich die Badewanne. Und zwar war die sehr lang, sehr schmal. Ich würde mal sagen, eine überdimensionale Dachrinne, so ungefähr hat das ausgeschaut. Und dann an einem Ende schräge, damit man da richtig schön bequem drin liegen konnte. Und beim Badetag wurde dann der Waschkessel angeheizt, auch wieder mit Holz und wenn, man hatte ein Brikett. Und dann das Wasser abgeleitet in die Zinkbadewanne, in die lange. Und dort wurde dann genau nach, erst der Vater, dann die Mutter. Wenn wir großes Glück hatten, dann gab es zwischendurch vielleicht frisches Wasser. Also, aber immerhin, es gab warmes Wasser und wir konnten da drin liegen. Also am Anfang war das Wasser quasi nur weiß und klar und hinterher war es dunkelgrau. Gewaschen wurde sich mit Kernseife, gab es damals. Also von wegen so Badezusatz aus der Plastikflasche, viel Anzeige. Und ja, das muss war ich mal fragen, wie war das dann? Jetzt machen wir mal kurz einen zeitlichen Sprung, weil du sagst mit dem Baden und so weiter. Wir sind ja auch auf die Idee gekommen, dass wir das Ganze machen, wo wir uns vor kurzem im Familienkreis mal unterhalten haben. Das war ein total spannender Nachmittag. Wie war denn das dann schon später, als ihr schon groß wart und schon in München gewohnt habt? Da hast du mir auch sowas erzählt, das Thema Badewanne und so. Das war auch in der Kleinstadt, da war ich noch an meinem Geburtsort und da gab es öffentliche Wannenbäder, das meinst du? Ja, genau. Ja, öffentliche Wannenbäder, die, weil natürlich zu der Zeit nicht überall Bäder in den Häusern waren, das gab es nicht überall, das war absoluter Luxus. Und die öffentlichen Wannenbäder, die haben 70 Pfennig gekostet. Da konnte man hingehen, wenn gerade alle 5 oder 6 Kabinen belegt waren, dann hat man halt gewartet, ganz klar. Und dann war eine Aufseherin da, wenn frei war, dann wurde die Wanne schön sauber übergeben. Da war die Aufseherin dafür da. Und dann hat die schön aufgedreht, warm und kalt gab es dort, 2 Wasserhähne und dann nicht etwa die Wanne voll bis oben hin, sondern bis zur Hälfte und dann wurden die Wasserhähne abgezogen. Also keine Möglichkeit, das war mir jetzt zu wenig Wasser, damit war Schluss. Also alles schon mal rationiert. Aber trotzdem, es gab damals schon Fichtennadel-Badezusatz in Tablettenform,
schön eingewickelt in Silberpapier, obendrauf dann Fichtennadelbadezusatz mit Druck. Und das war eine Sache, die konnte man sich ab und zu leisten, aber natürlich nicht jedes Mal. Aber das war dann ein Badefest. War immer der Luxus, das quasi, was heute Wellness ist und so weiter, das war halt. Das war damalige Wellness-Erlebnis. Und da wurde auch wirklich großer Wert drauf gelegt, dass man das einmal in der Woche gemacht hat, weil natürlich ist immer die, das Bedürfnis nach Sauberkeit und nicht bloß hier waschen und da waschen und da waschen, sondern wirklich einmal ein Bad zu genießen. Aber wie gesagt, Wasserhöhe und so waren begrenzt. Also Wassersparen war auch damals angesagt. Ja. Und Wasser, die Hände sind da mitgenommen worden. Und da kann die man dann die, sagen, jeder, der findig war, hat dann eine Kombizange dabei gehabt. Oder? Nein, auf die Idee ist bestimmt, nein, ganz sicher nicht. Nein. Ja, schön. Gehen wir mal wieder zurück. Wie hat denn damals zu der Zeit die Vorratshaltung ausgeschaut? Es war natürlich so, dass zu diesen kleinen Siedlungshäuschen ein kleiner Gemüsegarten hat überall dazugehört. Und zur Vorratshaltung war es bei uns so, Kellerwaschküche, raus aus der Waschküche waren rechts Hasenställe, unter den Hasen, die waren so in der richtigen Höhe, unter den Hasenstellen gab es dann 3 oder 4 Gänse im Stall. Okay. Und da mussten wir Kinder dann jeden Abend auf die Wiese gehen, Löwenzahn holen fürs Gänsefutter, waren wir als Kinder zuständig. Und das war der rechte Teil. Und auf der anderen Seite war dann für uns Kinder eine kleine Schaukel angebracht und natürlich eine große Blech- oder Eisenfläche Deckel für die Sickergrube. Und von dort aus ging ein kleiner Zaun, Bretterzaun, Lattenzaun, hinaus in den kleinen Gemüsegarten. Und da gab es dann von Stangenbohnen über Tomaten, Zwiebeln, wurde alles selber angebaut, also alles, was zur Versorgung war, also Gurken, Sellerie, Wurzelgemüse. Genau. Und dann gab es aber trotzdem noch zu jedem Häuschen hinter dem kleinen Gemüsegarten. Da war im Gemüsegarten war übrigens dann natürlich auch Bretterverschlag für die Garten, für die Küchenabfälle, also der Kompost. Ja, genau, für Kompost. Da drauf wachsen dann Kürbisse. Ah, okay, das weiß ich auch noch aus meiner Kindheit. Ja, genau. Und immer fette Kürbisse und, auf dem Komposthaufen. Hinter diesem kleinen Gemüsegarten, der zu jedem der Häuschen links und rechts gehört hat, gab es ein freies Feld, da konnte man Kartoffeln anbauen. Also wir waren in der Richtung eigentlich Selbstversorger, totale Selbstversorger, bis auf Milch oder Butter und solche Sachen. Aber ansonsten waren wir Selbstversorger. Gemüse auch mal längerfristig haltbar machen. Natürlich habt ihr, also das sage ich, würde in der heutigen Zeitung gemacht, natürlich viel Eigweck. Natürlich, damals gab es einen großen, sogenannten, der war aus Weißblech oder Metall jedenfalls, einen Weckeintopf mit einem Temperaturanzeiger dran, mit dem Thermometer. Die Weggläser hatten alle rote Gummideckel und so Verschlussklammern drauf. Und die sind dann, es war eine Ebene mit einem Turm in der Mitte zum Anfassen, mit einem Drahtgestell oder Eisengestell. Und da wurden die Gläser dann rundherum draufgestellt und dann in den Wecktopf und natürlich auf den Küchenherd. Und anhand dieses Thermometers konnte man dann genau feststellen, wann der Prozess eingetreten ist, dass die Konservierung war. Also dass der Inhalt der Einkochgläser, dass die dann gekocht haben oder zum Konservieren und dann abkühlen. Und es ist also alles eingeweckt worden von allem möglichen Gemüse, auch Gänsefleisch zum Beispiel, von den eigenen Gänsen, die Oma dann selber geschlachtet hat, da habe ich eine ganz fürchterliche
Erinnerung, aber okay. Das gehört jetzt nicht daher. Ansonsten gab es im Vorratskeller ein, wie gesagt, das große Regal und daneben eine große Holzkiste, da war Sand drin. Und der Keller war sehr kühl. Und in diesem Sand wurde zur Erntezeit Wurzelgemüse in den Sand gesteckt und bei Bedarf wieder rausgeholt. Das hat sich da drin sehr lang frisch gehalten. Ist ja auch eine Geschichte, was ich gelesen habe, nennt sich, glaube ich, auch so viel wie Erdkeller, was ja in der heutigen Zeit auch noch oft praktiziert wird oder nicht mehr praktiziert wird, aber sich damals sehr gut bewährt hat. Ne? Ich denke mal, dass auch bei den Landwirten heutzutage die Kartoffeln mieten und das, dass das vielleicht das gleiche Prinzip ist. Also jedenfalls Vorrathaltung wurde ganz groß geschrieben. Musste man, es wurde alles, den Konserven gab es nicht, ganz klar. Und eine andere Konservierungsmöglichkeit als Einkochen ist mir eigentlich auch nicht bekannt. Mhm. Also ja, aber Kühlschrank in dem Sinne? Einen Kühlschrank gab es im ganzen Haus nicht. Vielleicht in den guten bürgerlichen Häusern, weiß ich nicht. In den Familien, die ganz andere Möglichkeiten hatten, aber bei uns war das nicht der Fall. Wie war es denn mit dem Strom bei euch? Bitte? Strom. Mit Strom? Ja. Lichtquellen, natürlich. Ich erinnere mich, in jedem Zimmer, wenn man reinkommt, zunächst auf der rechten Seite ein Aufputz-Drehschalter. Aufputz-Drehschalter, ja. Die für uns Kinder teilweise schwer erreichbar waren, beziehungsweise sehr schwer zu drehen waren. Und dann natürlich eine Lichtquelle. Und wie ich schon gesagt habe, beheizt wurde nur der Raum, wo wir uns wirklich aufgehalten haben. Und das war die Küche. Das war der zentrale Raum. Im Elternschlafzimmer stand ein sogenannter Kanonenofen. Das war eine große Säule. Die Öffnung war oben, die Feuerung von unten. Dieser Ofen wurde aber nur einmal im Jahr beheizt, und zwar an Weihnachten. Weil natürlich an Weihnachten Christbaum war Pflicht, ganz klar. Und der Christbaum stand im kalten Schlafzimmer. Und an Weihnachten, am Heiligen Abend, war das immer die Aufgabe vom Ältesten im Haus, das war der Großvater, der dann den Ofen angeheizt hat und da war dann Bescherung. Aber ansonsten waren alle anderen Räume unbeheizt. Der Raum, wo an die Küche angrenzend für die älteren Kinder, da waren zwei drin und oben auch zwei, und der, wenn es zu kalt war, dann wurde einfach die Tür von der Küche aufgemacht. Und dann war das so ein bisschen angewärmt. Da ein bisschen Wärmeverteilung da war zu den Aber Heizung gab es dort drin. Es gab wirklich Wärmequellen, echte Wärmequellen, gab es nur in der Küche und in der Waschküche. Durch den Waschkessel. Wahnsinn. Ihr habt ja als Kinder natürlich ja nur im Freien gespielt, kann ich mir vorstellen. Oder, auf oder jeden Fall. Hatten dort wunderbare Spielmöglichkeiten. Einen Park nebenan, sogenannten Stadtpark. Da gingen ein paar Treppen runter mit einem runden, so Rundstangengeländer. Und auf dem Absatz, das war für uns die Turnmöglichkeit schlechthin. Ganz normal Geländer. Da drauf, ja. Hoch. Und dann einmal rundherum, das ging für uns Kinder wunderbar. Und im Park konnte man natürlich herrlich spielen. Dann eine große Spielwiese und direkt vorm Haus, man muss sich vorstellen, das war keine Straße, sondern die Siedlung war so etwas von der Straße, wo aber auch keine Auto gefahren sind. Das war mehr ein Gehweg und da konnten wir uns natürlich als Kinder bewegen, ist ganz klar. Muss ich mir fragen, wie liefen das dann damals bei euch ab? Ich meine, gut, das war auch in meiner Jugend im Endeffekt, weil da gab es ja noch nichts, WhatsApp und Handy und so weiter, war ja wir da noch nicht. Kein Telefon. Naja, klar, nein. Zum Verabreden, aber wie hat man sich denn dann getroffen mit den anderen? Wann wussten denn die, wann was los ist? Nach der Schule gab es nach Hausaufgaben und so, eigentlich durch mündliche Verabredungen. Anders war das gar nicht möglich und das war ja diese Siedlung, fünf kleine Häuschen in der Mitte,
links oben und unten jeweils ein größeres Haus. Da haben zwei Familien drin gewohnt. Mhm. Und ansonsten war das immer nur für eine Familie. Mhm. Und wir waren da doch dann 5 Schulkinder, die zur gleichen Zeit in die Schule gegangen sind. Unser Schulweg war sehr weit. Mhm. Für Kinder auf jeden Fall sehr weit. Und nichts mit dem SUV abliefern, sondern schön zu Fuß, egal ob kalt oder warm oder Winter oder Sommer, Schulranzen auf dem Rücken und dann durch den ganzen Stadtpark und dann nochmal am Fluss entlang und dann nochmal auf der anderen Seite auf dem Fluss entlang. Ich denke mal, unser Schulweg war für uns Kinder natürlich mit Pausen dazwischen, weil da war da was, was man angeschaut hat und da was. Der war gut eine halbe Stunde lang und zwar zu Fuß und das jeden Tag. Und da war niemand dabei, der uns abgeholt hätte. Ja, und wir sind halt dann, wenn Schule aus war, mal langsamer, mal ein bisschen schneller heimgegangen. Mhm. Ja. Wie viele Kilometer waren das ungefähr, wenn du sagst, halbe Stunde? Ja, mein Gott, kann man schlecht abschätzen. Aber ich denke mal so 3 Kilometer bestimmt. Mhm. Ja. Und für Kinderfüße ist das natürlich sehr weit. Ja.